Herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe für euch heute ein kleines Intermezzo, also ein Zwischenvideo zu meiner Reihe oder außerhalb meiner Reihe, ein Junk Journal von Anfang an. Und zwar, dieses Intermezzo ist ein Geburtstagsgeschenk für Frau Mutter. Nein, das ist für meine Schwiegermutter ein Kochbuch. Und zwar nicht nur irgendein Kochbuch, sondern ein Kochbuch, in das sie alle Rezepte eintragen kann, die sie so macht oder hat oder sie mal lieb gewonnen hat und diese dann an ihre Kinder weitergeben kann oder könnte, wenn sie es denn möchte, ne? Das ist klar. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Solche Videos wie dieses hier kommen öfter und natürlich auch einfach Tutorials, How-Tos und Co. Ja, in diesem Video zeige ich euch tatsächlich einfach das Flip-Through zu diesem Kochbuch. Und das ist ein ganz schöner Trümmer geworden. Ich habe eben ja schon gesagt, das wäre was zum Vererben. Der kleine Nachteil ist, meine Schwiegermutter hat 3 Kinder. Und ein Kochbuch für 3 Kinder ist ja schon mal was, aber reicht ja noch nicht, ne? Dementsprechend habe ich hier so einen kleinen Hinweis drin versteckt. Wenn sie möchte, mache ich ihr noch 2 Kochbücher. In ja, ähnlichem oder gleichem Ausmaße, sodass sie dieses hier erstmal füllen kann und die anderen beiden danach nachbefüllen kann sozusagen oder die Rezepte dann einfach übertragen kann. Ich habe es jetzt in der Kürze der Zeit nicht geschafft, 3 dieser Kochbücher zu fertigen. Wir haben lange überlegt, Mensch, was können wir ihr denn schenken? Frau von 80 Jahren hat ja schon echt alles, also jetzt 81. Aber was hat sie? Eine Leidenschaft fürs Kochen und Leute versorgen. Und glaubt mir, da geht niemals jemand hungrig raus. Auf gar keinen Fall. Eher irgendwie mit dem Auftrag, die nächsten 3 Wochen Sport zu machen, um das wieder alles unter den Rippen zu bekommen. Dementsprechend, ja, Kochen, Backen ist absolut ihrs. Und natürlich hat sie aus dem Bergischen Land und drumherum ganz viele tolle Rezepte. Die alle, vielleicht kennt ihr es auch, in einer Kladde schlummern, wo ganz viele Zettellose irgendwie zwischen die Seiten gesteckt sind. Ja, um das Ganze mal in eine Ordnung zu bringen und vielleicht auch zu was wir lesen können, dafür ist dieses Herzchen da. So, wie gesagt, mit dem Angebot, das Herzchen zu verdoppeln oder beziehungsweise zu verdreifachen. Das wäre dann allerdings so ein Ding zu Weihnachten oder so. Bis dahin schaffe ich das. Also was habe ich hier gemacht? Also das ist ein Buch, das hat die Maße 21 x 15, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ne, 21 x 14. Ja, 21 x 14. Es ist 4,5 cm dick. Ich habe 4 Signaturen eingebunden, wie ihr seht. Ich habe mich für eine sichtbare Bindung entschieden. Ich habe mich für ein Lesezeichen-Dingeldangel entschieden, was man abmachen kann. Bin ich nur im Fokus? Jo, ich bin voll im Fokus. Dieses Dingeldangel-Lesezeichen-Dingens, da habe ich ganz viele kleine Charms dran gesetzt, die alle irgendwie was mit Essen oder Trinken zu tun haben. Also Cookies, Schokolade, Birne, Pilz, Erdbeere, Kirsche, der Kaffeetasse und noch die Überreste von dem Küchenhandtuch, was ich für diesen Zweck zerlegt habe. So, das Ganze ist einfach an so einer kleinen Feder. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite. So, Küchenhandtuch. Ich habe ein Küchenhandtuch zerlegt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Jutta hatte mal angefangen oder irgendjemand anders von dem Jutta es abgekupfert hat. Ich weiß es nicht. Die Idee, ein Küchenhandtuch dafür zu benutzen, hier so ein Geschirrhandtuch, ist natürlich super und wurde gleich geklaut von mir. Ja, es heißt Frau Mutters Kochbuch. Mal auf Basis der Sisi-Reihe wurde oder wird meine Schwiegermutter dann gerne mal Frau Mutter genannt. Eher weniger von mir, eher mehr von meinem Mann. Aber dementsprechend daher der Spitzname, Frau Mutters Kochbuch. Ich habe Stamperia-Papier genommen, Casa Granada, allerdings die große Variante, also die 30,5 x 30,5, die habe ich mir zerlegt. Habe Buchecken genutzt, ich habe ein Altered Book gemacht, also ein altes Buch ausgeschlachtet und verändert. Und habe hier entsprechend, muss mal gerade gucken, ich habe Stimmen gehört, die nicht meine sind. Naja, manchmal sind die auch nochmal im Kopf. So, also 4 Signaturen, über 200 Seiten. Einiges hier einfach festgeklebt. Wir gehen gleich einfach mal zusammen durch.
Hier ist der Brief, also der How-To. Wie geht denn das Ganze? Wie schreibe ich denn in so ein wildes Kochbuch? Das werde ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, ist sowas von privat. Und einen kleinen Umschlag mit verschiedenen vorbereiteten Tabs, wie sie sich theoretisch dieses Buch sortieren könnte. Wenn sie es nicht sortieren möchte, dann halt nicht. Nur falls sie hier eine Sortierung reinbringen möchte, dann wird das so funktionieren oder könnte es so funktionieren. Klebstoff hat jeder gute Haushalt. Und da weiß ich sogar bei ihrem Haus, wo der ist. Ja, also, da hätten wir den Eingang. Dann habe ich ein bisschen Stamperia-Papier genommen. Ich habe teilweise ein paar Zeitschriften zerlegt. Ich habe hier nicht mega viel dekoriert, ne? Ich will nämlich ziemlich viel Platz zum Schreiben lassen. Ich habe mich hier auf Stempeln, Stenciln und ein paar Sachen kleben fokussiert. Ich habe hier auch mal schon ein paar Rezeptideen einfach mal mit reingeworfen, die mich angesprungen haben. Und ich habe auch hier selbstgemachte Umschläge, jeweils mit einem kleinen Scrapbooking-Papier. Die sind leer. Also an diesen Papieren habe ich nicht dran rumgeschrieben oder irgendwas. Das kann sie dann schön selber machen. Genau, Stempel, Stencil und auch hier diese Stamperia-Karten, wo man einfach vielleicht entweder ein Rezept drauf aufkleben könnte, wenn man jetzt zu faul ist, das abzuschreiben. Oder es vielleicht auch besonders schön ist. Oder aber man schreibt hier ein kleines Mini-Rezept hin. Hier habe ich zum Beispiel noch ein Stückchen Papier. Tut vielleicht für einen Einkaufszettel oder nochmal für einen Merkzettel. Und ja, ansonsten habe ich hier wild und fröhlich gestempelt, gestencilt, Stamperia-Papier benutzt. Genau, hier überlege ich halt noch, ob ich die noch kürze oder nicht. Ich finde das eigentlich mal ganz schön, wenn das so raushängt. Nur, da meine Überlegung dazu, Menschen, die nicht mit Junk Journal aufgewachsen sind oder die Junk Journal nicht gewöhnt sind, die könnte man damit stressen, wenn Sachen aus dem Buch raushängen. Nun habe ich hier oben schon einiges. Auch hier wieder mit dem Geschirrhandtuch raushängen. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich die nicht einfach noch abschnipsel. Und hier habe ich wieder ein Zettelchen. Weil ich ja diese Kunst quasi jemandem verschenke, der mal, sag mal, eine gut sortierte Küche hat, eine gut sortierte Ordnung hat. Relativ geradlinig Sachen macht, nicht hundertprozentig, also ist jetzt nicht irgendwie so buchhaltermäßig, weil ich glaube, die würden eine Krise kriegen hier bei der Seitenhaltung. Nur man muss immer so ein bisschen überlegen, wem schenkt man es? Also kriegt derjenige eine Oberkrise, wenn er hier über so ein Stencil drüber schreiben muss? Das kann ich meiner Schwiegermutter auf jeden Fall zutrauen und zumuten, über ein Stencil drüber zu schreiben und auch hier in die Stempel reinzuschreiben, absolut. Ne? Mein kaffeegefärbte Karteikarte, eine Tasche. Hier habe ich ein Kochbuch zerlegt und jeweils in jeder Signatur ist eine dieser Kochbuchseiten. Ich glaube, kann man auch, wenn man durch geschicktes Blättern, könnte man die Rezepte hier auch nutzen. Ja, hier das Stempelpapier. Ja, und hier und da, wenn mir so ein Stempelklops hier gelungen ist, sage ich mal, dann ist das halt so, ne? Kann man ja rüberschreiben. So, auch hier wieder ein Stückchen Papier. Ich habe ja natürlich in die Erklärung reingeschrieben, dass das hier eine besondere Kunstform ist und dass das nicht so geradlinig ist wie ein gedrucktes Buch. Ja, und alle die Seiten hier, die habe ich mit Tee gefärbt. Habe ich wieder so einen kleinen Umschlag. Habe ich immer aus Rezeptzetteln gemacht. Hier auch wieder eine leere Stamperia-Karte. Eine schöne Schnecke. Ja, auch hier so ein kleines Kürbisrezept. Einfach mal so fröhlich. Ich blätter jetzt mal ein bisschen schneller, weil also viel spannender wird es jetzt nicht. Wieder ein Papierchen. Hier ist ein Kochbuchpapier. Saure Kartoffelrädle. Schwäbischer Wurstsalat. Ja. Ein Wunder, dass ein veganer Haushalt sowas verschenkt. Ich habe hier überall noch so kleine Ornamente mal gefunden. Ne? Ich richtig schönes Stencil benutzt. Also richtig schön. Ich finde die toll. Ich hoffe, sie kommen auch gut an. So. Und ganz ehrlich, Leute, hier wieder Karteikarte. Mehr ist es nicht. Und das Ganze hier auf 200 Seiten insgesamt oder ein bisschen mehr als 200, nicht hundertprozentig gezählt. Überall also mal so kleine Sachen hier mal versteckt. Aber wirklich im ganz kleinen Rahmen. Ne? Also, erstmal hatte ich hier unter einer Woche Zeit dafür, während ich voll gearbeitet habe, Reitunterricht und Co.
Das ist immer schon so eine Herausforderung, das wirklich in kurzer Zeit zu machen. Gerade wenn einem so eine Idee kommt und man dann angefixt ist, mal durchziehen will. Jetzt quietscht es vor meiner Tür. Das ist eine Katze, also kein ungewöhntes Fahrrad. Ja, also gerade wenn man angefixt ist davon, dass die Idee richtig gut ist für jemanden, bei dem man nicht wusste, was man schenken soll, dann möchte man es auch schön machen, aber trotzdem praktikabel. Man muss es auch schaffen in der Zeit. Und derjenige muss dann auch wirklich damit was anfangen können. Ne? Hier mal Chocolate Cookies. Und nochmal Zettelchen. Tada. Also dementsprechend ist es wirklich kurz auf knapp. Heute haben wir Freitag vor Pfingsten. Und ich werde gleich noch Reitunterricht geben. Und gucken, dass ich noch fix meine Sachen gepackt kriege, weil wir danach nämlich gleich losfahren. Das heißt, ich werde dieses kleine süße Kochbuch hier gleich verpacken und heute Abend verschenken. Dementsprechend, ich bin gerade fertig geworden. Also ich habe gerade in meiner Mittagspause noch das letzte Stückchen angeklebt. So, zu dem Gequietsche, was ihr vielleicht über die Kamera auch hören könnt. Bei uns im Haushalt toben jetzt nicht mehr nur zwei Katzen rum. Bei uns im Haushalt toben jetzt sechs Katzen rum. Wir haben nämlich noch zwei große dazu bekommen. Eine 2- und eine 6-Jährige. Und wir haben auch noch zwei kleine dazu bekommen, die beide 14 Wochen alt sind. Dementsprechend quietscht und mauzt und piepst das hier überall in unserem Haus. Die Bonnie, die ihr ja schon aus anderen Videos kennt, die sitzt bei mir unterm Schreibtisch. Und ja, finde das nicht ganz so cool, dass wir so viele neue Katzen haben. Das nervt sie, glaube ich, ein bisschen. Sie braucht einmal ein bisschen Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Floki, den wir schon länger haben, der findet das ganz cool. Allerdings wollen die beiden neuen Mädels, die beiden Älteren, nichts mit ihm zu tun haben. Das findet er doof. Und so ist hier immer mal Gequietsche, manchmal Gefauche, manchmal Geknurre im Haus. Und ja, ist halt so. Also wenn es hier mal quietscht oder wenn hier mal eine andere Katzenfarbe auf dem Schreibtisch hüpft, wundert euch nicht. So, durchgeblättert zu Ende. Hier habe ich zum Schluss nochmal so einen kleinen Kaskadenblock reingepackt und nochmal so einen Umschlag mit einem kleinen Scrapbooking Paper. Der darf jetzt hier drin wohnen. Na komm schon, muss auch hübsch sein. Ich will ihn gleich verpacken. Hier hinten. Bei dem Verschluss. Bei dem Verschluss habe ich eine Schleife angebaut, weil, also das Buch, weil, genau, mein Deutschlehrer, der dreht sich im Grabe um. Dieses Buch ist schon relativ dick. Und wenn ich das jetzt zumache, mit diesem Toggle, schwupps, dann ist es erstmal zu, spannt, ja, also ist straff zu, ohne zu spannen, also ich könnte jetzt noch ein bisschen quetschen. Wenn jetzt aber meine Schwiegermama hier noch Blätter dazwischen packt und quasi ihre Blättersammlung hier mit einbaut, einklebt, einheftet, tackert irgendwas, dann ist das Band ein bisschen kurz. Deswegen habe ich hier hinten die Schleife gemacht. Man kann sich den Verschluss dann vergrößern. Das hat dann zwar dieses Gator-Mouth, aber es funktioniert. Was habe ich hier noch Spannendes zu berichten? Klar, über Kreuz gebunden, seht ihr selbst, seid ihr nicht blind. Ich habe die äußeren Papiere mit Mod Podge eingeschmiert, damit, wenn man das jetzt wirklich anpackt und immer so eine Hand hält und immer dann rumfummelt, damit das schöne Papier nicht verfummelt, verfrickelt. Ja, mit dem Stoff wird es passieren. Den Stoff wollte ich nicht einmod podgen, das sieht schon komisch aus. Gut. Das hier war mein Intermezzo, Kochbuch-Intermezzo. Ich denke mal, beim nächsten Video geht es dann weiter mit meinem Junk Journal von Anfang an. Das ist ein Junk-Kochbuch, Schwiegermutter geeignet, hoffentlich. Das, ob Schwiegermutter geeignet, werde ich heute Abend sehen. Und gegebenenfalls werde ich euch das dann berichten. Oder ihr seht mich dann bei den nächsten irgendwann mal Videos, zwei weitere solcher oder ähnlicher Kochbücher zu machen. Gleich werden sie natürlich nicht. Klarer Fall. Das sind alles Unikate. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte mega viel Spaß beim Basteln und ich werde bestimmt auch viel Spaß haben, das Ding heute Abend zu verschenken. Habt ein schönes, langes Pfingstwochenende.
in Klammern wünsche ich gehabt zu haben, weil ihr habt ja, naja, also ihr seht dieses Video danach. Ich hoffe aber, Stand heute, dass ihr das dann gehabt haben werdet. So, nun freue ich mich über jeden Kommentar, über jedes Like, über jeden Abonnenten, über jeden Austausch und verbleib hiermit und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.